Wegen der Nachricht der Ankunft eines Flugzeugs aus Israel hatten Dutzende Männer am Sonntag den Flughafen von Dagestans Hauptstadt im Nordkaukasus gestürmt. Die Angreifer liefen Medienberichten zufolge sowohl auf das Rollfeld als auch auf das Dach des Flughafens. Zuvor war dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet, in der angeblich Geflüchtete aus Israel saßen. Im Online-Netzwerk Telegram und auf X veröffentlichte Videos zeigen, wie Männer Zäune durchbrachen, Türen im Terminal eintraten und versuchten, Autos beim Verlassen des Flughafens zu kontrollieren. Auf einigen waren Gruppen mit Palästina-Flaggen zu sehen. Bei dem Vorfall seien mehr als 20 Menschen verletzt worden. 10 Menschen seien im Krankenhaus behandelt worden, 2 von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS in der Nacht zum Montag unter Berufung auf das örtliche Gesundheitsministerium. Israel rief nach dem jüngsten Vorfall am Flughafen von Machatschkala Russland zum Schutz aller israelischen StaatsbürgerInnen auf. Sein Land erwarte von den russischen Behörden, dass sie alle israelischen Bürger und alle Juden schützen und entschlossen gegen die Randalierer sowie gegen die Aufstachelung zu Gewalt gegen Juden und Israelis vorgehen, erklärte das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu.